Heute befinden wir uns vor dem Bonatzbauturm, der jedem Stuttgarter ein Begriff ist. Und heute würden wir euch gerne mal zeigen, was für aktuelle Arbeiten im Bonatzbau aktuell ausgeführt werden. Ich bin Felix vom technischen Projektmanagement vom Projekt Bonatzbau. Im Bonatzbau, was ja ein klassisches Hochbauprojekt ist, führen wir nichtsdestotrotz auch einen Tunnelbau aus. Und ich freue mich heute, euch dieses kleine Teilprojekt vom Bonatzbau vorstellen zu dürfen. Wir benötigen den Verbindungstunnel, diese zwei Tunnelröhren, die wir hier links und rechts sehen, um eine Verbindung zwischen dem historischen Bonatzbau und dem Technikgebäude, welches sich hinter dieser Wand befindet, herstellen zu können. Die zwei Röhren sind reine Verbindungstunnel. Da werden Kabel für den digitalen Knoten Stuttgart von der S-Bahn über die Viereraufzugsgruppe ins Technikgebäude geführt. Die Viereraufzugsgruppe stellt die spätere Verbindung von der S-Bahn-Haltestelle Hauptbahnhof direkt in den Bonatzbau sicher. Nun stehen wir vor dem kürzesten Tunnel von Stuttgart 21. Der Tunnel misst ganze 8,5 Meter und 1,60 Meter im Durchmesser. Dem Ganzen hat das aber hinsichtlich Komplexität keinen Abriss getan. Wir haben hier keinen bergmännischen Tunnelvortrieb, wie man ihn kennt, mit Bagger und Meißel, weil wir die denkmalgeschützte Fassade vom Bonatzbau über uns haben mit den Bestandsfundamenten, welche wir mit einer Überdeckung von nur 10 cm unterfahren. Um die maximale Planungssicherheit zu haben, haben wir vorab Erkundungsbohrungen pro Röhre hergestellt, um Kennwerte für den anstehenden Baugrund zu haben und auch zu wissen, wo die Bestandsbebauung sich befindet, wo befinden sich die Bestandsfundamente, haben wir hier Kollisionen, die wir natürlich da im Vorhinein ausblenden wollten. Wir finden hier bei dem anstehenden Baugrund nicht nur rotbraunen Mergel, sondern auch Beton, nämlich den Beton von HDIs, sogenannte Hochdruckinjektionen, die im Zuge des Baus des Technikgebäudes hergestellt wurden. Der Bonatzbau wurde in diesem Zuge untergraben, die Bestandsfundamente wurden unterfangen mit den Hochdruckinjektionen, welche wir mit unserer Tunnelmaßnahme nun durchörtern. Das Durchörtern der Hochdruckinjektionen ist unbedenklich und die Verformungen werden mittels des Stahlrohres auf wenige Millimeter reduziert. Wir haben nicht nur den kleinsten Tunnel, natürlich auch die kleinste Tunnelvortriebsmaschine, die Rohrvortriebsmaschine. Beim Rohrvortrieb gehen wir mittels Pilgerschrittverfahren vor. In einem ersten Schritt wird der vorhandene Baugrund vom Bohrschild abgebaut und durch die Förderschnecke nach hinten befördert. Das Bohrgut wird dann hier unten gelagert und mittels Saugbagger entfernt. In einem nächsten Schritt erfolgt der eigentliche Vortrieb des Stahlrohres, welches mittels den hydraulischen Pressen nach vorne geschoben wird. Beim Rohrvortrieb entstehen Rohrvortriebskräfte. Schon früh in der Planung standen wir vor der Herausforderung, wie wir die Rohrvortriebskräfte in den Bestand ableiten. Und wir sprechen hier von 200 Tonnen an Rohrvortriebskräften, die wir ablasten müssen. Wir befinden uns hier nicht auf der grünen Wiese, sondern wir befinden uns im S-Bahn-Trog, im Bestand, ein Bauwerk aus den 70er Jahren, wo wir nicht so stark in die Statik eingreifen können. Die Lösung ist dieser Stahlbock. Mittels dieses Stahlbocks
leiten wir die Rohrvortriebskräfte, die horizontal ankommen, hier in die S-Bahn-Trogwand hinter uns ein. Die Stahlrohre werden in Teilen eingehoben. Pro Stahlrohr haben wir 4 Meter. Nach dem erfolgten Vortrieb wird das zweite Stahlrohr dann eingehoben und nun aktuell verschweißt. Es macht mich unfassbar stolz, dieses Teilprojekt mit all seinen Komplexitäten im Rahmen der Umbaumaßnahme des Bonatzbaus erfolgreich abschließen zu dürfen. Wir sind jetzt hier am Ende des Tunnels angelangt, somit auch am Ende des Videos. Es hat mich gefreut, euch hier durch den Bonatzbau hin zum Tunnelbau führen zu dürfen und euch Stuttgarts 21. kürzesten Tunnel vorstellen zu dürfen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal.